Der Otto Neb hat mir 2015 gesagt, musst du unbedingt mal jetzt in den Wert kommen. Dort gibt es dieses Jahr ein sogenanntes Apfeljahr. Wir werden an dem und dem Tag lesen und das wird phänomenal werden. Er hat mir nicht zu viel versprochen. An diesem Vormittag wurde fleißig gearbeitet. Es wurden auch wirklich große Mengen an Äpfel geerntet. Ja, und zum Schluss, wie das bei Otto üblich ist, gibt es dann nochmal ein großes zünftiges Essen und ja, das war einfach ein schöner Vormittag. Ja, und gelernt habe ich auch viel dabei. Es sind nämlich viele alte Apfelsorten, die hier geerntet wurden. Und ich habe auch von diesen Äpfeln später mir dann ein Apfelschälelee erstellt und das hat wirklich göttlich geschmeckt, das Ganze. Viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Also das ist dies hier absolut Ausnahme. Ausnahme, ja. Sowas. Was da unten für Äpfel hängt. Ja, ja. Ob die abgemacht werden, braucht man gar nicht. Ja. Wem sind die da hinten? Wem sind die da unten? Neuthäuser. 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 Ja. Also ich kann nicht was Äpfel. Ja, also absoluter Ausnahmefall. Ein Ausnahmefall. Jo.
was da hinleitet oder was ist denn? Aber uns geht das Ding nicht auf Schrauben. Hä? Uns geht das Ding nicht auf Schrauben. Gar nicht mehr. Also, Paul, yes! Evelyn. Evelyn. Ja, was? Ich bin Was kannst du dich noch mal daran erinnern, dass es so große Äpfel gab? Ja. Das war die absolute Jahrhunderternte. Ja, das ist das hier. So viel hat er noch nie geerntet. Ja, das ist das hier. Runtergefallen war das. Das war so kurz jetzt typisch. Ja. So viel haben Hunde gelegen. War schon die echt zusammengebrochen. Ja, ja. Ja. Du vorne kannst du die noch drauf bringen, die Äpfel, das vorne wohl noch hängen. Ja, sag mal, wer hat denn da geheiert, der? So, die zwei Köchinnen sind da, die Männer sind glücklich. Ja, ja. Ich hoffe. Ja. Raus. Ich kann nicht reden. Ja. Die Suppe, aber gib die Suppe. Stellen wir da auf den Tisch. Suppe hier ab. Und was ist das für eine Suppe? Das ist eine Bohnensuppe, rote Bohne. Alla, du kommst und wird's kalt. Ja, Ausmacherart! 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 Krass, mal leid sei wie. Oder machen wir schon neu? Ja. Das ist noch so doof, nicht durch den Nieren. Ja, ich glaube, ich habe die Rollstuhl bei Nachhilfe.
trinken. Das ist ein biologisches Bierhaus. Ja. Na, wir haben so ein Kühl auf, oder? Zehn Gefühle, so wie ich das begehrt. Das kennt man eigentlich auch durch die Firma Punktstern rum, OB, ne? Als Werbespot. Ja, noch? Und für mich. Und für mich. Die Arbeitskleber noch durch. Haben wir live Fiber? Ja. Kleine Ansprache, ja. Der Abblick. Und dann sagen wir bloß. Ja, das ist die verkürzte Version. Also liebe Leser, ich hoffe, dass es geschmeckt hat. Ihr wart fleißig im Lesen. Hätt gut gelesen, und dann können wir auch nicht drauf trinken. Prost! Prost! Appelkönigin. Appelkönigin. Gute. Wer ist jetzt von beiden die Appelkönigin? Ja, hört nichts. Das ist die Appelkönigin. Bei der Arbeit beobachte. Das ist eine Herztruppe. Herztruppe, ach so. Herztruppe. Bedauer. Bei der Gäbe. Ah ja, ich muss erst Gläschen holen noch. Gute. Lass du uns vor? Oh, die gute Quetsche. Sauber. Hä? Das wäre nur ein Flächefall. Das ist schlimm. Wenn er guckt. Jetzt wird aufgerufen. Ja.
Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.